Hi Leute, dann gucken wir mal, was geht. Heute möchte ich euch Sahnestückchen zeigen. Einmal die AW139. Wir schauen uns ein paar Flugaufnahmen dazu an. Wir sehen mal, was für Sender ich benutze. Bull, langsam reden, nicht so schnell. Sonst versteht niemand mehr irgendein Wort und ich kriege einen Fusselknoten im Mund. Welchen Sender ich benutze, also meine Yeti-Steuerung, die ich dafür verwende. Komponenten habe ich schon gesagt. Ja, was für Flugakkus man so braucht. Auch die Gewichte, die Daten, ein bisschen mal einfach über die Modelle, ein bisschen geschichtlich erfahren, wie es dazu kam, wie sie gebaut worden sind, wie sie fliegen, wie sie aussehen, was sich wo befindet, damit man dementsprechend einen schönen Überblick mal bekommt. Ich hoffe, die Modelle gefallen euch. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da gerne, ein Abo und dann schauen wir uns mal an, wie es denn so in denen und an denen Modelle aussieht. Take all you get. Be calm and crack. You can't forget. Guess it's a mess. Feeling.
Habt ihr mal gesehen, AW 139 von Augusta Westland, BK 117, kennt man eigentlich so von früher vom Medicopter, nur in der Variante, wie ich es habe, ist jetzt vom ADAC halt und gelb lackiert. Man hat gesehen, wie schön die Modelle in der Luft aussehen. Es sind zwei ganz unterschiedliche Modelle, was das Thema Fliegen betrifft. Die große, die wiegt ja knapp 18 Kilogramm, ist elektrisch betrieben, also die AW 139, und die kleine, die BK 117, die hat so circa 6,5 Kilogramm. Das sind zwei ganz unterschiedliche Klassen von Hubschrauber. Die große eher so wie ein Bus, die kleine ein bisschen handlicher. Die Kunst ist, beide gleich so fliegen zu lassen, damit das Ganze originalgetreu aussieht. Ja, das ist beim Scalefliegen wirklich gar nicht so einfach, weil viele denken, boah, Scalefliegen, das ist so eine Nummer, naja, das kann doch jeder. Das stimmt gar nicht. Also das ist wirklich, wirklich nicht sehr einfach. Wirklich nicht einfach. Muss man sich sehr konzentrieren. Und da reichen auch mit unter 6, 7, 8 Minuten Flug durchaus aus, wenn man mal konzentriert an dieser Stelle dranbleiben muss. Ja, da ist an sich Gott sei Dank auch alles gut gegangen. Beim Hubschrauber sind ja immer viele drehende Teile, viele Einzelteile. Da muss alles funktionieren, ansonsten geht es meistens ganz, ganz hässlich aus. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, denkt an das Abo, teilt das Video gerne und würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Ich versuche zu antworten jederzeit, das wisst ihr. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen bei den nächsten Videos. Arg schön war's, euer AC Mr. B.